Die Ersteller Hendrik Postbüschel und Nabil Tagesut heißen Sie herzlich willkommen zur Videopräsentation unseres vollparametrisierten Portalkrans. Das im Rahmen des Konstruktionsunterrichts erstellte Kranlaufrad wurde mit einem Gerüst und einer Laufkatze auf einen kompletten Portalkran ergänzt und als montagegerechte Baugruppe ausgeführt. Die Grundidee unseres Projekts ist es Ihnen, die Freiheit zu geben, einen vollwertig funktionsfähigen Portalkran anhand der von Ihnen eingegebenen Parametern Hublast, Hubhöhe und Spurweite anzupassen. Damit die Standsicherheit des Portalkrans auch in Extremfällen gewährleistet wird, ist der Stützenwinkel editierbar. Um hierbei unzulässige Eingaben zu korrigieren, wurden Berechnungen zur Rückstellung auf einen Mindestwert vorgenommen. Nun sehen Sie den regenerierten Portalkran mit einer Hubhöhe von 4 Metern, einer Hublast von 12 Tonnen und einer Spurweite von 8 Metern. Aufgrund der unter Umständen auftretenden Wärmeausdehnung wurde unser Programm durch eine einseitige Loslagerung als statisch bestimmtes System ausgeführt. Dem Kunden steht hierbei die Wahl des Hubwerks frei. Wir erleichtern ihm den Anschluss durch vorgefertigte Top-Down-Parameter, welche die Achsabstände der Bohrungen steuern. Das CAD-Modell wurde mittels Skelettbauweise erstellt und durch eine Mudcut-Kopplung, einen Schweißmodus und einen Blechbiegemodus erweitert. Nun sehen Sie die ebenfalls parametrisierte Laufkatze. In weiterer Folge wird das Kranfahrwerk als Explosion dargestellt. Die Mudcut-Integration ermöglicht es uns, Bauteile anhand sinnvoller Dimensionierungsformeln auszulegen. Beispielsweise werden die I-Trägerabmaße nach der maximal zulässigen Durchbiegung und die Stützenquerschnitte nach der maximal zulässigen Knickspannung aus normgerechten Tabellen entnommen. Die Abmaße der Normteile passen sich an die Umgebung dank Roll-of-Matic-Tabellen an. Weiters ändern sich die Zahnräder des Fahrwerkantriebs detailgetreu nach den Mudcut-Berechnungen und den daraus folgenden Beziehungen ab. Hier dargestellt ist das Kranlaufrad, dessen Schweißeignung durch den ersichtlichen Schweißmodul veranschaulicht wird. In weiterer Folge der Hierarchie wird der fertigungsgerechte Aufbau der Schweißbaugruppe, der mechanischen Baugruppe und des finalen Zusammenbaus demonstriert. Um die erforderliche Anpresskraft der Schrauben zu garantieren, ändert sich die Schraubenanzahl am Lagerdeckel und am Zahnkranz mit durch Programmierschleifen in den Beziehungen. Natürlich passen sich die Schweißnahtstärken an die Bauteildimensionen an. Wir hoffen Ihnen durch diese Präsentation einen umfassenden Überblick über das Programm verschafft zu haben. Die Ersteller Nabil Tagesut und Hendrik Postbüschel danken vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.